herzlich willkommen zum heutigen Video. Nachdem ich das letzte Mal so blöd gesessen bin, mache ich das heute im Stehen. Ich hoffe, ihr könnt mich auch anständig hören und mich anständig verstehen. Ich versuche wahnsinnig zu schreien, weil das Mikrofon da vorne steht. Das Mikrofon ist total toll, hat aber eigentlich einen Sprechabstand von 15 cm. Ich hoffe, ihr hört das. Wir schauen uns heute an die Vorhersage für den Oktober 2023 für die Widder unter euch. Und es ist nicht nur einfach eine Vorhersage, wir picken uns ein Thema raus, das euch im Oktober 2023 wahnsinnig beschäftigen wird. Und dieses eine Thema beleuchten wir und dann suchen wir nach einer Sichtweise, mit der ihr mit diesem Thema möglichst gut umgehen könnt. Ja, wir sind hier lösungsorientiert. Das ist jetzt nicht die Sumpfhexe, die sagt, oh, dir wird das und das passieren und das kannst du eh sowieso nicht ändern. Ne? Doch, kannst du. Und einfach indem du deine Sichtweise auf eine bestimmte Art und Weise, dann einen bestimmten Blick drauf hast, kannst du auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und wenn du auf diese Art und Weise reagierst, kannst du dann im Endeffekt für dich persönlich das Beste aus der Situation rausholen. Und jetzt mal abgesehen von Schicksalsschlägen, ja, abgesehen von Schicksalsschlägen, kann man eigentlich aus jede Situation natürlich schlimmer machen als sie ist. Man kann aber auch jede Situation für sich verbessern. Und wir haben hier die vier der Kelche. Deine Situation oder dein Problem im Oktober 2023, das ist, dass du vielleicht hast du das Gefühl, dein Leben steht still. Das ist mal die eine Möglichkeit, dass du das Gefühl hast, dein Leben steht still. Oder du hast das Gefühl, dass sich dein Leben auf irgendeine Art und Weise verschlechtert oder zumindest nicht verbessert. Also, dass du nicht bekommst, was du möchtest. Vielleicht verlierst du etwas, von dem du dachtest, dass du es haben wolltest. Oder vielleicht passiert einfach gar nichts und es steht still. In jedem Fall, ja, in jedem von diesen drei Fällen, ist es so, dass du das, was du geschenkt bekommen hast, ja, deine Gaben, deine Geschenke vom Universum, von wem auch immer, ja, von deinen Spirits, wen auch immer du anbetest, diese Geschenke des Lebens, die kannst du nicht sehen. Du fokussierst deinen Blick auf das, was du nicht hast. Du fokussierst deinen Blick auf das, was nicht passiert. Und wie gesagt, entweder es passiert gar nichts oder es passiert was, was nicht jetzt wirklich hundertprozentig toll ist oder etwas Tolles passiert nicht jedenfalls. Du fokussierst deinen Blick auf das, was nicht klappt. Und übersiehst alles, was du hast. Ja? Und das, was du hast, heißt nicht, dass du das im Oktober dazu gewinnen wirst. Das hast du vorher schon gehabt. Und oft auch, wenn das Sachen sind, über die man sich wahnsinnig freuen. Ja? Sachen, die wirklich schön sind. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja? Du fährst irgendwie eine alte Schrottkiste, dann kaufst du dir einen neuen Audi. Dann bist du mal 3 Monate begeistert von deinem Audi. In einem Jahr ist das nur mehr ein Auto. Diese Art, ja, da kannst du das nicht mehr sehen, was du eben am Anfang gesehen hast, wie du deinen alten Fiat ausgetauscht hast gegen diesen Audi. Diese Freude, ja, die nutzt sich dann ab. Das ist die 4 der Kelche. Ja, wir haben die 10 der Pentakel. Du stehst auf festen Beinen in deinem Job, in deinem Familienleben, in deinem Freundeskreis, mit deiner Wohnung, deinem allem, ja, du stehst da auf festen Beinen, du stehst auf einem festen Fundament und das ist auch eine Sache, die du da übersiehst und was habe ich vorher gesagt mit dem Audi? Die 9 der Kelche, ja, die Wunscherfüllung. Du hast erfüllte Wünsche. Deine Wünsche, die du vielleicht vor 3 Jahren, vor 4 Jahren hattest, die haben sich ja inzwischen erfüllt. Das hast du schon alles. Du hast vielleicht vor 1 Jahr, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren was gewollt, was du jetzt heute alles hast. Aber entweder, weil sich eben gerade nichts tut oder weil sich ein bisschen was verschlechtert hat oder, wie gesagt, weil Dinge, die du noch mehr wolltest, nicht dazugekommen sind, übersiehst du einfach die Sachen, die dir früher schon geschenkt worden sind. Ja, die 10er Stäbe. Der ist auch momentan irgendwie alles ein bisschen zu viel. Der Grund, warum du die Sachen nicht mehr sehen kannst, da hat sich was umgedreht. Der Ritter der Kelche hat sich umgedreht. Ja, das ist eine Emotion, das ist ein Gefühl. Das ist eine Emotion und ein Gefühl, dass dir das irgendwie momentan auch einfach zu viel ist. Du hast das Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise gerade überfordert zu sein.
Und das verursacht einfach das, dass du den Blick auf deine ganzen tollen Errungenschaften der letzten Jahre, da, dass du dich da nicht hin fokussieren kannst. Ja, dann haben wir die 10 der Kelche. Du bist auch emotional erfüllt. Also wir haben die 10 der Pentakel und wir haben die 10 der Kelche. Also du hast in deinem Familienleben und in deinem Arbeitsleben, in deinem Umfeld, in deinem persönlichen Umfeld eigentlich alles geregelt, alles in trockenen Tüchern. So, du bist stabil da. Du bist da absolut stabil und es ist eigentlich nichts schlecht. Es ist da nichts Schlechtes, aber das ist wie mit dem Audi. Ja. An dem Audi ist nach einem Jahr nichts schlecht. Du hast halt nicht mehr so eine Freude, wie der neu war. Und die Erinnerung an den Fiat noch frisch war, an den 15 Jahre alten Fiat 500. Ja. Das ist so die Energie der vierer Kelche und die beschäftigt dich halt. Die beschäftigt dich den Oktober hindurch. Ja, dann haben wir die 2 der Stäbe. Das ist das Zusammenbringen von Ideen mit der 7 der Pentakel. Ja, also du hattest auch in deinem Kopf so lose Ideen. Die waren noch nicht richtig ausgeformt. Das waren einfach nur so wirklich so Ideen, so Gedankenblitze, nichts wirklich Ausgeformtes. Ja? Anstatt dich auf diese 4 der Kelche zu konzentrieren und anstatt dich drauf zu konzentrieren, was jetzt stagniert, ja, geht es um Stagnation. Anstatt dich auf diese Stagnation zu konzentrieren, überleg dir mal, was hattest du in den letzten Wochen, vielleicht sogar in den letzten Monaten für Ideen und bring die mal zusammen. Form mal aus diesen Ideen ein großes Ganzes, ja. Das ist, ich vergleiche das immer gerne mit Bücherschreiben, ja, die 2 der Stäbe. Stell dir vor, du willst ein Buch schreiben und die erste Idee ist, ich will ein Buch schreiben. Dann hast du eine zweite Idee, weiß ich nicht, hast du eine zweite Idee, ich mag World of Warcraft. Und dann bringst du das zusammen und sagst, ich will ein Fantasy-Buch schreiben und dann bist du schon weiter. Das ist die Energie, 2 Ideen zusammenbringen. Ja, ich will ein Buch schreiben und ich mag World of Warcraft. Bringst das zusammen, hast du eine 2 der Stäbe. Und genau diese Ideen der letzten Monate oder der letzten Wochen, die du hattest, anstatt dich auf das zu konzentrieren, was stagniert, anstatt dich auf das zu konzentrieren, wovon du denkst, dass du es nicht hättest, konzentrier dich drauf, okay, ich hatte da eine Idee, ich hatte dort eine Idee, ich bringe die Ideen jetzt zusammen. Vielleicht wird da was draus und da haben wir dann noch dazu die 7 der Pentakel. Und die 7 der Pentakel ist die Ernte. Ja? Du musst aber diese losen Ideen, die du da hast, die sich noch nicht umsetzen lassen, weil sie zu klein sind, zu bruchstückhaft, um sie umzusetzen, die musst du erstmal zusammenbringen, damit du dann was draus machen kannst, wo was draus wachsen kann, was du dann irgendwann später ernten kannst. Ja, dann haben wir hier gleich dazu, haben wir die Königin der Stäbe. Und die Königin der Stäbe, das ist, du sollst, wie gesagt, konzentrier dich nicht auf die Stagnation, konzentrier dich nicht auf das, was du nicht hast. Mit der Königin der Stäbe, finde einen Traum, vielleicht hast du schon einen, ja, wir haben die 2 der Stäbe gesehen, vielleicht hast du das schon los in deinem Kopf. Finde einen Traum und erde dich in diesem Traum. Das heißt, du findest diesen Traum und du entscheidest dich dafür, den auf irgendeine Art und Weise wahr werden zu lassen. Ja, dann haben wir den Teufel und mit dem Teufel, das sind so Selbstmitleid. Das ist ganz gefährlich. Das korreliert mit der 4 der Kelche. Diese Selbstmitleid, versinken im Selbstmitleid, das ist dir absolut nicht dienlich. Stärke zeigen, ja, nicht versinken im Selbstmitleid. Stärke zeigen, innerliche Stärke zeigen und einfach dieses Selbstmitleid, das führt dich nirgendwo hin. Selbstmitleid führt dich nirgendwo hin. Selbstmitleid lässt eine Situation, die sowieso schon stagniert. Und das ist ja, denke ich, das Problem, was du hast, dass diese Situation stagniert. Und dieses Selbstmitleid hält dich da weiter drin gefangen. Und das ist auch die Sache beim Teufel. Das ist auch die Sache beim Teufel. Wir sehen es jetzt hier auf diesem Bild nicht so gut. Ja? Ich mag das Tarot wahnsinnig gerne von der Energie her. Es ist jetzt aber nicht so toll, um das herzuzeigen, wenn man für den anderen Karten legt. Grundsätzlich, ja, wenn man sich normalerweise das Bild vom Teufel ansehen. Ja? Hier sehen wir.
Hier sehen wir die Ketten fest um die Hälse von diesen Hirschen. Normalerweise sind die Ketten locker. Es ist deine Entscheidung, dich von diesen Ketten zu befreien. Diese Ketten, die sich in diesem Selbstmitleid festhalten. Du kannst da jederzeit rausgehen. Du musst dich nur entscheiden, das zu wollen, ja? Ja, und dann haben wir den Pagen der Pentakel. Und ich denke, dass die Idee, die du hast, so ein bisschen so eine Business-Idee ist oder eine Weiterbildung oder irgendwas in dieser Richtung, ja, was dich auch, ja, Justice. Ja, das ist eine Idee, die irgendwas zu tun hat mit Geld, mit all diesen Dingen, Pentakel, ja, eine erdige Sache. Justice, und da geht es um Gerechtigkeit. Und ich denke mit der Justice, dass es darum geht, ja, jetzt kriegt die Sache Gesicht. Es geht darum, dass du investiert hast in eine Sache. Du hast investiert in eine Sache und es wäre nur gerecht, wenn diese Sache jetzt dann Früchte trägt. Das wäre nur gerecht. Und da sehen wir dazu die drei der Kelche. Mit der drei der Kelche, da sollst du Freundschaften schließen, Networking, ja, vielleicht. Vielleicht bringt dich das auch so ein bisschen aus diesem Loch raus, wenn du ein bisschen Networking betreibst, wenn du dich mit anderen Leuten zusammenschließt oder dich mit anderen Leuten einfach austauscht, die eine ähnliche Sache machen wie du beruflich, ja? Wenn du jetzt sagst, ja, du hättest gerne, weiß ich nicht was, ja, und du hast da Zeit und Mühe investiert. Vielleicht hast du auch schon länger eine Ausbildung gemacht und hängst fest in dem Job, der einfach dieser Ausbildung nicht entspricht, weil du nie befördert wurdest und auch die Firma nicht gewechselt hast. Ja, hängst du da weiter drin fest. Und da ist Networking, dass man sich einfach mit anderen Leuten austauscht. Das heißt jetzt gar nicht, dass dieser Austausch, diese Stagnation, in der du dich befindest und über die, ja, die diese schlechten Gefühle macht. Heißt gar nicht, dass das Networking das jetzt beendet, dass du da jetzt was Besseres bekommst deswegen. Oft fühlen wir uns einfach besser, wenn wir mit anderen Leuten reden. Und wenn wir sagen, ja, mir geht so und so und so, und die andere Person sagt, ja, ist bei mir auch so, aber ist nicht schlimm. Ja, dass man oft hilft das schon, ja. Ja, und da haben wir die acht der Stäbe, und die acht der Stäbe sind schnelle Veränderungen. Wenn du dich auf deine Freundschaften konzentrierst, vielleicht solltest du dich auch nur auf deine Freundschaften konzentrieren, die du schon hast. Vielleicht solltest du einfach nur, anstatt dass du zu Hause sitzt und deinen negativen Gedanken nachhängst, vielleicht solltest du auch einfach nur wieder in eine Stammkneipe gehen, dann wird sich schnell was verändern. Und schnell verändern, wie gesagt, eine Veränderung muss ja in dem Sinn jetzt nicht heißen, dass sich was an deinen Lebensumständen verbessert. Eine Veränderung in dem Sinn kann ja auch heißen, dass dir einfach besser geht. Und das ist ja das Wichtige, dass du vielleicht aus diesem Selbstmitleid rauskommst, dass du was Lustiges erlebst, irgendwas, ja, angstoffene Geschichten, ist ja wurscht, irgendwas, was du in 5 Jahren dann noch weitererzählst und noch drüber lachen kannst und sagst, ah, weißt du noch die Nacht, ja? Weißt du noch die und die Nacht? Ich will jetzt keine Beispiele geben, weil das wird dann zu persönlich. Ihr wisst, was ich meine, ja? Dass man einfach da auf andere Gedanken kommt, dass man es einfach lustig hat, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt vielleicht für meinen Lebensweg nicht dienlich, aber es hat sau viel Spaß gemacht. So, was haben wir da noch? Ja, da haben wir noch die 9 der Schwerter und den Eremiten. Du bist ein Mensch, wenn du in so einer Phase bist, wo du deinen Gedanken so nachhängst und wo du das Gefühl hast, ah, mein ganzes Leben stagniert, alles Scheiße. Bist du ein Mensch, der nachts wach liegt, über alles 50 Millionen Mal nachdenkt und sich dann zurückzieht mit dem Eremiten? Du trittst dann einfach den Rückzug an, damit du da in diesen Gedanken dich selber baden kannst. Das ist aber in dem Moment nicht gescheit, weil du musst da rauskommen. Du musst da irgendwie rauskommen und du kommst raus, indem du unter Leute gehst, du kommst raus, indem du einfach nur, was auch immer dir Spaß macht, ja. Muss ja jetzt nicht sein, dass du dich hinsetzt und jetzt 5 Bier trinkst oder dass du dich komplett betrinkst und dann irgendwie, du kannst ja auch dich mit Freunden zum Wandern treffen zum Beispiel. Oder was auch immer dir Spaß macht. Einfach einen Kaffee trinken, was auch immer dir Spaß macht. Deine Freundschaften pflegen.
du musst vielleicht nicht mal rausgehen. Vielleicht reicht schon, wenn du jemanden anrufst, ja? Hauptsache, du ziehst dich nicht so zurück. Der Rückzug ist das, was es für dich persönlich noch schlimmer macht. Weil durch den Rückzug, ja, Bestätigung. Du willst, der Mond, du willst die anderen nicht teilhaben lassen. Ja? Du willst da diese Dunkelheit in dir drinnen behalten. Du willst die anderen nicht teilhaben lassen, an dem, wie es dir im Moment geht. Und du fühlst dich nicht in der Lage, rauszugehen und diese Maske aufzusetzen. Alles ist so lustig, alles ist so schön, Maske. Das ist nicht das, was du fühlst, aber fake it till you make it. Jawohl, die Welt, ja. Die Welt ist das Ende von dem Zyklus. Und es ist so, es ist manchmal im Leben so, du hast das Gefühl, dein Leben stagniert. Das ist normal, diese Phasen haben wir alle. Aber diese Phasen haben ein Ende, die dauern nicht ewig. Die dauern nicht ewig. Und ja, der Ritter der Pentakel, es geht dann wieder weiter. Es geht dann wieder weiter mit einem frischen Mut. Und diese Phasen, die hat man und die dauern nicht ewig. Wirklich nicht. Und du musst halt einfach gucken, wenn du in so einer Phase bist, die nicht schön ist, musst du dich daran erinnern, dass das Leben später wieder weitergeht. Und dann musst du einfach gucken, dass du diese Phase so gut wie möglich hinter dich bringst. Also, dass du guckst, dass du dich so gut wie möglich fühlst, dass du dich so schnell wie möglich, so viel besser wie möglich fühlst. Und da musst du gucken. Und einfach um das zu überbrücken, da geht es gar nicht darum. Ja? Oft geht es gar nicht darum, etwas besser zu machen für später, vorzubauen für später. Ich verbessere jetzt etwas, damit später etwas besser ist. Nee. Muss man nicht immer. Man muss manchmal akzeptieren, okay, mein Leben stagniert jetzt und was mache ich jetzt? Ich gucke, dass ich mich so gut wie möglich fühle und warte ab, bis diese Phase vorbeigeht. Und dieser Oktober 2023 wird für dich so ein Monat sein, wo du das Gefühl haben wirst, alles steht still, alles stagniert. So ein richtiger Herbst. Das ist so ein richtiger Herbst. Ja, du machst dir schon deinen Kakao mit Kürbis und setzt dich hin und guckst Netflix, falls du dazu gucken kannst, falls sich deine Gedanken nicht zu sehr noch, falls du dich da überhaupt konzentrieren kannst. Ja, und es geht vorbei und manchmal muss man einfach warten und dieses Warten kann man überbrücken. Gleich wie wenn man auf den Bus wartet, ich habe immer ein Buch in der Handtasche, ich warte nicht auf den Bus, ich warte auf andere Dinge, ich fahre mit dem Auto, ist egal. Habe immer mein Buch in der Handtasche, weil wenn ich irgendwo warten muss, ja, ich muss zum Beispiel morgens oft warten, ich arbeite noch 25 Stunden in einer Firma, ich muss zum Beispiel morgens oft warten, weil ich früher in der Firma bin wie die anderen und ich habe keinen Schlüssel, weil ich nur eine Teilzeitkraft bin, habe ich keinen Schlüssel für die Firma, muss ich manchmal warten, bis die Kollegin kommt, ja. Kollegin fährt von weiter her, steht oft im Stau und dann muss ich warten, bis die kommt. Dann packe ich mein Buch aus. Dieses Warten muss man überbrücken. Man kann da sitzen und sich ärgern und sich denken, wenn die jetzt im Stau stehen, muss ich jetzt vor dem verschlossenen Tor warten, bis die Vollzeitkraft kommt mit ihrem Schlüssel. Oder man kann sich denken, ja, okay, heute gab es mal wieder Stau, ist egal, ich packe mir jetzt mein Buch aus. Ich lese jetzt noch 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht ein ganzes Kapitel, gucken wir mal. Und kann diese Zeit einfach überbrücken. Ganz einfach. Manchmal muss man Zeiten einfach überbrücken, da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und man kann einfach gucken, dass man die eigenen Emotionen hochhält. Es fällt jetzt nichts mehr raus, das war die Message. Dass man die eigenen Emotionen hochhält, dass man guckt, dass es einem so gut wie möglich geht. Und dass man einfach nicht zu sehr in ein zu tiefes Loch fällt und dass man gute Laune behält oder gute Laune aufbaut. Und diese möglichst gute Laune hält einfach so lange, bis sich von außen wieder irgendwas tut. Und dieser Oktober, wie gesagt, eine Phase des Stillstands. Guck, dass du die so gut wie möglich drüber bringst. Konzentrier dich nicht drauf, was du nicht hast. Konzentrier dich nicht drauf, irgendwas für später ins Laufen zu bringen. Konzentrier dich drauf. Sag, okay, das ist ein Monat des Wartens, ein Monat der Stagnation. Und konzentrier dich drauf, dir die Wartezeit zu versüßen. So, das war deine Nachricht für heute. Ich hoffe, diese Nachricht hat dir weitergeholfen. Falls du möchtest, kannst du natürlich gerne auf meiner Homepage www.viennavoodoo.com jederzeit ein privates Kartenlink bei mir buchen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über ein Abo und ein Like. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder.